Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gatte, liebe Angehörige der Ursula, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind jetzt beisammen, um für die Ursula zu beten. In dieser Welt waren ihr knapp 78 Jahre geschenkt, aber jetzt ist es zum Abschied nehmen. Und jeder Abschied schmerzt und macht traurig, und wir nehmen teil am Leid der Angehörigen. Gott allein kennt das Innerste des Menschen. Er kennt sein Gutsein, auch sein Versagen. Er allein weiß auch immer das entscheidende Wollen des Menschen. An uns liegt es, dass wir auf das Gebet vertrauen und an die erbarmende Liebe Gottes glauben. So beten wir es miteinander und wollen uns auch gegenseitig im Glauben darin stärken. Rufen wir zunächst unserem Herrn und Gott, von dessen Erbarmen wir alle leben. Herr Jesus Christus, jeder Tag unseres Lebens ist deine Gabe. Wir können mit aller unserer Macht keinen einzigen hinzufügen. Herr, erbarme dich unser. Unsere Zukunft bist du. Bei dir ist unsere eigentliche Heimat. Christus, erbarme dich unser. Deine Worte und auch dein Leben sind für uns Wegweiser ins Leben. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, Schöpfer der Welt, aus Liebe hast du der Ursula das Leben geschenkt. In Liebe lässt du uns jetzt von ihr Abschied nehmen. Stärke unsere Hoffnung, dass du die Zukunft aller Menschen bist. Sei du der Trost aller Trauernden in Christus Jesus, unserem Herrn. Hören wir jetzt aus dem Buch der Weisheit. Sie tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Kurz und traurig ist unser Leben. Für das Ende des Menschen gibt es keine Arznei, und man kennt keinen, der aus der Welt des Todes befreit. Durch Zufall sind wir geworden, und danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Unser Name wird bald vergessen. Niemand denkt mehr an unsere Taten. Unser Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke und löst sich auf wie Nebel. So denken sie, aber sie irren sich. Sie verstehen von Gottes Geheimnissen nichts. Sie hoffen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit und erwarten keine Auszeichnung für untadelige Seelen. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben, sie aber sind in Frieden. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil.
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Hören wir jetzt aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Stehen wir auf dazu. Jesus sprach: Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat,
hat das ewige Leben. Er wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Setzen wir uns wieder. Lieber Gatte, liebe Angehörige, liebe Schwestern und Brüder. Durch Zufall, so haben wir es gerade in der Lesung gehört, sind wir geworden. Und danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Unser Name wird bald vergessen sein. Die so denken, irren sich, haben wir gehört. Ich bin nicht als dummer Zufall hier auf dieser Erde. Nein, ich bin in Liebe gezeugt, von Liebe getragen und bis zu meinem letzten Atemzug auch auf Liebe angewiesen. Liebe, die mir von Menschen entgegengebracht wird und geschenkt wird und die sie selber wieder geschenkt bekamen. Liebe, die zutiefst aus dem Herzen Gottes entströmt. Er hat mich mit Bedacht geschaffen, nach dem Plan seiner Liebe geformt, als sein Abbild und Gleichnis, Bild seines Wesens, ist jeder Mensch. In Gottes Hand eingeschrieben, einmaliger Gedanke Gottes, seiner Liebe entsprungen. An meinem Platz kann ich durch nichts ersetzt werden. Ich bin nicht durch einen Zufall irgendwo an einem beliebigen Ort, sondern durch Gottes Plan und Willen bin ich dort, wo seine Liebe mir den Platz bestimmt hat. Und diese Liebe Gottes ist unvergänglich wie heute auch. Der Tod kann ihr keine Grenze setzen. Gottes Wesen, seine Liebe ist ihm unsterblich. Und wer von dieser Liebe getragen und geformt ist, bleibt auch im Sterben davon getragen. Dieser niemals endenden Liebe dürfen wir trauen. Ihr wollen wir jetzt auch die Ursula anempfehlen. Dieselbe Liebe Gottes trägt uns in dieser Stunde des Abschieds und auch der Trauer. In dieser gemeinsamen Liebe wissen wir uns mit unseren Toten verbunden und wissen wir uns gemeinsam geborgen am Herzen Gottes. Wir haben ja schon gehört, wer an ihn glaubt und ihm folgt, der ist bereits vom Tod ins Leben hinübergegangen. Auch in dieser Welt schon. Und so haben wir schon in Gott, dem Herrn, total, je mehr wir natürlich mit ihm leben. Schauen wir jetzt noch ein wenig auf das Leben der Ursula. Am 25. Dezember 1943, also während des Zweiten Weltkriegs, kam sie in Potsdam, Babelsberg, auf die Welt. 7 Jahre später übersiedelte sie mit ihrer Mama zu ihrem Vater nach Stuttgart.
Die Volks- und Mittelschule besuchte sie dann in Stuttgart und absolvierte darauf auch noch die Lehre zur Versicherungskauffrau, die sie 1963 abschloss. In den folgenden Jahren bis 1969 arbeitete sie bei einer Versicherung in Stuttgart. 1964 lernte sie ihren zukünftigen Mann Ernst kennen und zwei Jahre später, 1966, haben die beiden in Stuttgart geheiratet. 1969 kam Tochter Brigitte zur Welt. Noch waren sie alle in Stuttgart, aber Ernst war schon fest dabei, in Thalgau ein Haus zu errichten. Ursula blieb nun bei ihrer Tochter zu Hause und übersiedelte bald nach Thalgau ins halbfertige Haus, während der Ernst noch ein Jahr in Stuttgart blieb. Ihr Gatte Ernst hatte das Hafner- und Fliesenlegerhandwerk gelernt und arbeitete in diesem Handwerk eigentlich ein Leben lang. Ab 1990 arbeitete auch seine Frau Ursula im Betrieb ihres Mannes mit, bis sie beide nun im Jahre 2004 in Pension gingen. Beide waren ja zunächst noch ganz gut beisammen und konnten jetzt auch so manches unternehmen, wo sie vorher kaum Zeit hatten. So hatten sie jetzt Zeit für so manche Wanderung, besonders auf der Postalm hat es ihnen gefallen. Öfters waren sie auch in Italien. 1983, wo sie noch beide mitten in der Arbeit waren, gönnten sie sich eine dreiwöchige Reise nach China, die sie mit vielen Eindrücken beschenkte. Vor zwei Jahren bekam die Ursula auf einmal Probleme mit der Luft. Auch litt sie mehr und mehr an einer Herzschwäche und dazu kam dann auch noch eine zunehmende Demenz. In den letzten zwei Monaten hat sie nicht einmal mehr ihren Gatten erkannt. In den letzten Tagen des Lebens wurde sie dann auch noch von der Corona-Pandemie befallen. Und all das hat dann schlussendlich dann doch am Samstag vor einer Woche, am 13. November, zum Tod geführt. Unser Herr und Gott möge sie nun bei sich vollenden und ihr all das viele Gute ihres Lebens auch lohnen. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major left, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Avevi una fede solida, ma lei era così splendida. Faceva il bagno al chiaro della luna. Poi ti legò una seggiola, ti prese la chioma e la maestà e ti strappò di bocca l'alleluia. Alleluia, 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 Herr Jesus Christus, du bist keinem von uns ferne. Du warst den Schwachen und Kranken damals besonders nahe und hast sie Gottes Liebe erfahren lassen. Vertrauensvoll rufen wir jetzt zu dir, für unsere Schwester Ursula. Unser Herr und Gott, schenke ihr die Erfüllung ihres irdischen Suchens und Mühens. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser Herr und Gott, lohne ihr all das viele Gute, das sie anderen, vor allem ihre Familie, erwiesen hat, und erlasse sie nun ganz bei sich sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Familie der Ursula und alle, denen dieser Tod besonders nahe geht. Unser Herr und Gott, stärke ihnen den Mut zum Leben und die Zuversicht des Glaubens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die jetzt dem Tod nahe sind, unser Herr und Gott stehen ihnen bei in ihrer letzten Stunde. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gemeinde und alle, die wir jetzt hier zum Beten miteinander versammelt sind, unser Herr und Gott, lenke unsere Schritte, dass wir vor ihm bestehen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Lassen wir dieses Beten jetzt einmünden in jenes Gebet, das Jesus selber uns gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, wir stehen vor dir mit unserer Trauer, mit unserer Ohnmacht und Angst, und wir müssen jetzt Abschied nehmen von der Ursula. Wir danken dir für ihr Leben, für das, was du ihr in ihrem ganzen Leben geschenkt und ermöglicht hast. Wir danken für alles, was du uns durch Ursula auch geschenkt hast, was viele von uns gemeinsam mit dir erleben und teilen konnten. Wir legen aber auch alles, was noch offen und unfertig in ihrem Leben geblieben ist, vor dich hin. Wir legen ihr ganzes Leben in deine Hände und bitten dich, schau auf sie. Lass sie bei dir gut aufgehoben sein. Schenke ihr Frieden und Freude. Lass uns erfahren, dass das Band der Liebe den Tod überdauert. Hilf uns, dass wir ja gerade jetzt zusammenhalten und einander gegenseitig stützen. So bitten wir in Christus, Jesus, unserem Herrn. Ja,
weil es jetzt an das Abschiednehmen geht, rufen wir zum Herrn. Kommt zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes, eilt herbei, ihr Engel des Herrn. Nehmt ihre Seele auf, tragt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Es empfange dich Christus, der dich berufen hat. Und die Engel mögen dich geleiten in Abrahams Schoß. Nehmt ihre Seele auf und tragt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unsere Schwester Ursula. Erlöse sie, o Herr. Erlöse sie, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse sie, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse sie, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse sie, o Herr. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse sie, o Herr. Ursula, du wirst nicht allein sein. Auf dem Weg in die Freude des Himmelreichs, dort wirst du erwartet. Du wirst hineingeleitet, es wird herrlich sein. Du wirst nicht allein sein auf dem Weg in die Freude des Himmelreichs. In dieser Gemeinschaft bist du nicht mehr arm und elend. Dein Glück hört nimmer auf. Du wirst nicht allein sein. Wir lassen dich jetzt los. Gott, vertrauen wir dich an. Er wird dein Glück sein in Ewigkeit. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe geschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und in seinen Frieden. Amen. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grab erstanden ist. Amen. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Herr, schenke der Ursula Leben in Fülle bei dir. Lass sie bei dir die Vollendung ihres Lebens erfahren. Amen.
durch.